www.kindernetz.de. Tiefst erfreut, dass ihr mir die Aufwartung macht. Wo hatten wir doch gleich noch mal das Vergnügen? Ah, Lady Wuschelpuschel, ihr seht wie immer bezaubernd aus. Vielen lieben Dank. Und was machst du hier? Na, ich übe. Für ein Theaterstück? Quatsch. Du weißt doch, Löwen sind die Könige der Tiere. Und du hast mir ja versprochen, dass ich heute meine Verwandtschaft treffe. Da dachte ich, ich übe schon mal so von Majestät zu Majestät. Mhm. Und wie lange dauert deine Überreihe jetzt noch? Bin fertig. Fertig? Mhm. Na dann, wenn ihr mir in die Kutsche folgen wollt, eure Durchlaucht. Durchlaucht? Klingt irgendwie blöd. Fände ich auch. Danke. Guck mal, Olli, hier ist deine Verwandtschaft. Oh. Soll ich dir die mal vorstellen? Aber ja doch. Also schau. Die beiden Damen links und rechts außen, ohne Mähne, das sind Angie und Shiloh. Mhm. Und der Herr da in der Mitte mit der schönen Mähne, das ist ihr Bruder Sie. Mhm. Ja, die sind jetzt 4 Jahre alt erst und sind hier auf der Farm Hand aufgezogen worden. Mhm. Und eigentlich alle drei ganz lieb. Aber zwischen Sie und seinem Futtereimer würde ich an deiner Stelle nicht stehen. Oh, das ist bei mir auch so. Ja, jetzt kennst du sie ja alle. Ja, du, aber Sie kennen mich noch nicht. Das Beste, ich werde mich mal gleich selbst vorstellen. Ach, du kannst mit denen reden? Ja, aber klar doch. Sehr verehrte Verwandtschaft, ich freue mich sehr, euch bei guter Laune und bester Gesundheit begrüßen zu dürfen. Ach so, ja, wenn das so ist. Was sagen Sie denn? Ja, Sie meinen, ich soll nicht so geschwollen daherreden. Dann begrüße sie halt normal, Olli. Okay. Hey, was geht ab, ey? Na, also geht doch. Mhm. Und jetzt kannst du ihnen auch gleich noch sagen, dass sie ab morgen das Jagen lernen müssen. Okay. Bitte was? Das Jagen lernen müssen? Das sind Löwen. Löwen sind die geschicktesten Jäger überhaupt. Die hier noch nicht. Die nicht? Nee. Na gut. Du, aber sie haben unglaubliches Glück. Denn der geschickteste Jäger überhaupt wird höchstpersönlich die Schulung der Löwen übernehmen. Und wen meinst du? Mich. Wirklich sein. Ja, na klar. Ey, pass auf, pass auf. Ja. Oh, meine wichtigen Unterlagen. Du, Jagen ist viel komplizierter, als du dir das vorstellen magst. Besonders der theoretische Teil. Da bin ich mal gespannt. Also, wir fangen gleich mal an. Willkommen, Schüler der Klasse 1a. Schön, dass ihr alle versammelt seid. Es geht sofort los. Heute dreht sich alles um das Thema Jagen. Um jagen zu können, muss man erst mal wissen... Sehr gut, ja, richtig. Um jagen zu können, muss man natürlich wissen, was man jagen soll. Hier sehen wir einige Beutetiere für uns Löwen. Sehen lecker aus, sind lecker und leicht zu fangen. Also gut merken bitte. Das hier sieht auch gut aus, ist aber nicht zum Essen da. Nein, nicht zum Essen. Auf keinen Fall. Alles klar? Nein, wird auch nicht probiert. Also, kommen wir nun zu drei ganz wichtigen Teilen des Jagens. Du bleibst auch da. Nein, der Unterricht wird nicht verlassen.
Davina? Mhm. So, das wäre jetzt mal unsere Antilope. Was machen wir nun? Beobachten. Ha! Dann anschleichen. Drittens rennen und anspringen. Oh, Mist, blöder Stein. Wie peinlich. Na gut. Naja, wie ihr seht, ganz einfach, ne? Nein, ich werde es nicht wiederholen. Auf gar keinen Fall. Okay, kommen wir nun zum aller wichtigsten Punkt beim Jagen. Jagen ist Teamarbeit. So, alle mal herhören, ich erkläre es euch. Also, Angreifer 1 kommt von links, trifft auf Angreifer 2, der von rechts kommt. Beide wechseln die Seiten, sodass links zu rechts wird und rechts zu links. Oder umgekehrt, wer weiß das schon. Naja, ist doch ganz einfach, oder? Okay, so, das war's für heute. Seid schön fleißig, lernt, denn jetzt kommen die Hausaufgaben. Also, gut zuhören, beobachten, anschleichen, rennen und attackieren. Alles klar? Okay, Davina, du kannst die Hörner runternehmen, ist sicherer. Okay, also wie gesagt, fleißig lernen, wir sehen uns morgen. Brauchst du Hilfe, Davina, oder ist alles okay? Ja, alles okay. Bitte? Schüler, die zu spät kommen. Na, das kann ich ja leiden. Du, wie kommen die eigentlich hierher? Mit dem Taxi. Mit dem Taxi? Mhm. Toller Witz, ne, jetzt mal im Ernst, Davina. Das ist mein Ernst, Olli. Die kommen hier immer mit dem Löwentaxi an. Echt? Mhm. Soll ich es dir mal zeigen? Ja, klar. Ist das Löwentaxi? Ganz genau. Ah, und da sind sie ja, meine fleißigen Schüler. Aber warum kommen die mit dem Taxi? Die können doch selber laufen. Na, die wohnen in dem Gehege hier, Olli. Aber zum Jagen brauchen sie natürlich viel mehr Platz. Und weil sie auf dem Schulweg alles auffressen würden, was ihnen in die Quere kommt... Fahren sie Taxi, ich verstehe. Mhm. Und sag mal, was machst du dabei? Auch jagen lernen? Sehr witzig. Ich fahre mit, weil ich mit den Löwen zusammen spazieren gehe. Spazieren? Ja, ich dachte, die sollen jagen. Klar. Aber vorher müssen sie sich erstmal an die Freiheit gewöhnen. Sie sind mit Menschen aufgewachsen. Und jetzt müssen sie lernen, sich auch mal von den Menschen zu entfernen. Deswegen gehen wir erst spazieren. Aber ein bisschen mulmig ist ja schon was. Na klar, die sind zwar erst 2 Jahre alt, aber echt groß. Wenn man sich traut und vorher fragt, darf man sie sogar noch anfassen. Und? Hast du dich getraut? Can I touch it? Natürlich, Olli. Kennst mich doch. Guck. Und was für ein Gefühl ist das so, so einen Löwen zu streicheln? Das ist schon toll. Oh, haben die jetzt was im Gebüsch entdeckt? Na, sie werden auf jeden Fall neugieriger und fangen an, die Gegend zu erkunden. Weißt du, Davina, wir Löwen sind schließlich die Könige der Tiere. Und was wir anfangen, machen wir richtig. Auch jagen. Kein Tier ist vor uns sicher. Ja, und auch, kein Stock. Okay, genug gejagt. Taxi!
Was für ein Service. Mit dem Taxi zur Jagd. Hm. Oh, da kommen sie. Hallo und willkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Fahrt und habt fleißig geübt. Mal sehen, was ihr so drauf habt. Und los geht's. Also, als erstes, stillstehen und beobachten. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Na gut. Okay. Löwe Nummer 1, wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Von links aus anschleichen. Hey, ich sagte schleichen und das ist die falsche Beute. Das ist eure Beute, also nochmal. Angreifer Nummer 1, von links anschleichen. Nein, ich sagte Angreifer Nummer 1. Okay. Angreifer Nummer 2, von rechts anschleichen. Nein, nicht von links, von rechts anschleichen. Okay, und jetzt langsamer werden. Ich sagte langsamer werden. Anhalten! Gut, gut. Und! Na also, wer sagt's denn? Klappt doch. Also, die Löwen haben jetzt wirklich gar keine von deinen Anweisungen befolgt und haben die Beute trotzdem erlegt. Hm? Ja, das war ja auch genau so mein Plan. Mhm. Und Olli, wo hast du denn das Jagen gelernt? Ich hab mir das selber beigebracht. Ach so. Ich habe irgendwie das Gefühl, du traust mir nicht zu, dass ich ein ganz, ganz toller Jäger bin. Ich weiß nicht, ich habe da so meine Zweifel. Okay, Wirst du schon sehen. Ich werde es dir zeigen. Und wie? Augen schließen, Davina. Jäger Olli meldet sich mit reicher Beute zurück. Du darfst die Augen wieder aufmachen. Das riecht aber lecker. Was ist denn das? Ein Jägerschnitzel. Selbst gejagt? Ich würde mal sagen, in der Küche erlegt. Guten Appetit. Danke, Olli. Na? Euch schmeckt ganz hervorragend. Ich nehme alles zurück. Du bist wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Jäger. Danke. Ob ich wohl so ein kleines, klitzekleines Stückchen abhaben könnte? Ha! Das ist der Kerl! Hilfe! Gib mir sofort! So schnell wird aus dem Jäger der Gejagte. Hallo, hier bin ich!